Hi Leute, ich zeige euch heute mein Fashion Pack von Draculaura und Frankie. Ja, ich fange mal mit der Verpackung an. Also, ich habe den Fashion Pack schon länger, aber mir ist jetzt die Idee erst gekommen, dass ich mal ein Review drüber machen kann. Also, die Verpackung sieht so aus: Da sind zwei Pappfiguren drin von Draculaura und von Frankie Stein in ihrer Unterwäsche, die auch, finde ich, sehr stylisch aussieht. Der Hintergrund ist gestreift, blau-schwarz. Und das hier, dieses schwarze, soll wahrscheinlich ein Regal sein. Ja, dann ist hier das Monster High Logo. Dann steht hier Monster High. Hier unten sind kariert, blau-weiß mit einem genähten Herz. Das soll Frankie sein und das andere Draculaura mit der Fledermaus. Und hier unten in diesem runden Ding steht in Deutsch da: totschicke Outfits für Claudine. Und der andere Rest ist alles so verschiedene Sprachen, also in Spanisch, in Englisch, in keine Ahnung alles. Die Rückseite sieht so aus. Steht hier oben wieder Monster High. Das Sternchen noch. Dann wieder das Monster High Logo und dann steht hier Frankie Stein und Draculaura. Und hier ist ein Bild von einer sehr schockierten Claudine, wahrscheinlich wegen ihren Haaren, weil sie auch gerade in den Spiegel schaut. Und dann haben wir hier ein Bild noch von Frankie und Draculaura beim Shoppen mit vollen Taschen. Ja, also das ist jetzt die Verpackung gewesen. Und ich fange mal an mit Frankie. Also das ist jetzt meine Standard-Frankie. Nur umgezogen in einem Fashion Pack. Ja, sie hat Blitzohrringe mit genäht hier oben, so mit einer genähten Schnur dran. Dann hat sie eine, also der Ohrring ist genau gleich. Dann hat sie eine schwarze Kette an, also dran mit einer weißen Mutter. Dann hat sie eine silberne Weste an mit einem roten Blitz. Und ihr schönes weißes kariertes Kleid in Blau mit Weiß, Rot und Hautfarben so kariert. Einen silbernen Gürtel mit einer roten Mutter. Eine Leggings, eine blaue. Also blau, schwarz, rot mit silbernen Nähten. So ganz schön. Eine Tasche hat sie, die kann man aufmachen. Die ist schwarz, so eckig auch und hat hier einen blauen Streifen und einen Blitz. Dann hat sie natürlich noch eine Einkaufstasche, die ist blau und hat so eine schwarze Flamme mit zwei geixten Knochen und drei weiteren Knochen und das untere sind Herzen, sechs Stück und hier unten ist ein kleineres Herz. Ja, ihre Schuhe sehen so aus. Die sind hier vorne, haben so einen blauen Streifen, sind silber, bis zum Absatzländer und schwarz hier und dann haben sie hier einen roten Blitz in einem Kreis und drei Muttern, vier rote Muttern im Absatz. Ja, das war Frankie. Dann kommen wir zu Draculaura, das ist auch meine Basic. Sie hat weiße Ohrringe, also mit einem weißen Totenkopf und ein rosanes Schleifchen. Also einer rosanen Schleife, genauso wie die andere Seite auch. Dann hat sie ein wunderschönes Oberteil an, das ist schwarz und rosa und rot. Hier ist schwarz mit roten Herzchen, so gerouscht, also so Rüschen mit weiß, mit einem weißen Strick nach unten und so genetzt. Also die Ärmel sind genetzt, dann der Kragen hier ist genetzt. Und der Ärmel ist genetzt. Dann hat sie einen süßen Rock an. Der ist pink und rosa. Mit so Tüll. Dann hat sie hier wieder so eine Netzstrumpfhose an. Und hier geht es weiter mit so Kniestrümpfen. Die sind schwarz und haben an der Seite ganz viele kleine Schleifchen, rote. Also passend zu ihrem Oberteil. Dann hat sie rosane Schuhe an und genauso einen ähnlichen Absatz wie Frankie, nur dass ihre halt, der ist auch silber, aber ist so durchlocht mit Herzchen und die zwei oberen sind
bisschen Kreise. Ja, dann hat sie noch eine süße Tasche dabei, ein Herzborn, rosa und mit drei roten, mit drei pinken Schleifen. Und er geht weiter mit einer Schleife. Hier oben ist auch nochmal eine Schleife. Dann hat sie noch eine Einkaufstasche natürlich, in weißem und pink. So runtertropfend, hier ist ein weiß, da ist ein weißes Herz mit M und H steht da noch drauf. Vielleicht für Monster High oder umgekehrt für H&M. Keine Ahnung. Ja, das waren die Outfits von beiden. Dann kommen wir weiter zu dem Zubehör, was da dabei war. Da war einmal dieses Stuhlbord, was das sein soll. Da kann man hier vorne den Finger durchstechen, vielleicht den Mittelfinger. Und der ist goldlila. Dann war dieser Gürtel dabei, dieser goldene. In lila und gold, also auch lila gold. Und genauso wie die Tasche lila gold. Der hat ja auch so Krallen, also ich denke mal, das sind alles Mitbringsel sein für Claudine. Und dann war noch hier dieser kleine Trinkbecher dabei mit zwei Strohhalmen. Wahrscheinlich für unterwegs während des Shoppings, wenn sie durchfahren. Ja, das war mein Review über mein Fashion Pack von Dracula und Frankie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte liken, wenn das Video euch gefallen hat. Und ich abonniere euch auch, wenn ihr mich abonniert. Versprochen. Ja, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.